Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Heute habe ich mir folgende Aufgabe für euch überlegt. Wir haben drei Ordner, Ordner A, B und C. Alle drei Ordner sind mit Daten gefüllt. Und Ordner A und C, da sollen die Daten aus dem Ordner gelöscht werden. Und Ordner B soll komplett gelöscht werden. Stellen wir uns vor, diese Dateien befinden sich irgendwo auf dem Server und wir müssen das per Batch-Datei machen. Deswegen gehen wir auf Neu. Öffnen den Texteditor einmal, sehen jetzt den Texteditor und geben ein CD, um in das Verzeichnis zu gelangen. Natürlich müssen wir dieses Verzeichnis kennen. In dem Fall ist es c://users/, ich heiße Johnny dort. Und natürlich dann schauen, wo genau befindet sich das. In dem Fall ist es der Desktop, deswegen Desktop. Als nächstes möchten wir gerne den Inhalt vom Ordner A löschen. Den Inhalt von Ordner A löschen wir, indem wir in unsere Maske schreiben del, dann den Namen des Ordners, in dem Fall A. Und um natürlich nicht jedes Mal abgefragt zu werden, möchten Sie den Inhalt des Ordners A wirklich löschen, slash und Q. Im nächsten Schritt werden wir natürlich den Ordner B löschen. Das Ganze funktioniert mit dem Befehl rd, dann den Ordnernamen, in dem Fall B, slash s, slash Q. Genauso wie beim Ordner A sieht es aus mit dem Ordner C. Wir nehmen den Befehl del c und slash q, um den Inhalt komplett zu löschen. Speichern uns diese Datei als Batch-Datei. In dem Fall nenne ich sie einfach mal löschen.bat. Speichere mir das auf dem Desktop und werde es nun in wenigen Sekunden ausführen. Schließe die Datei, kann die Datei auch gleich im Ordner A legen. Diese wird sowieso gleich gelöscht. Und ich führe die Datei aus. Wie wir sehen können, ist nun der Ordner gelöscht und unsere Ordner A und C sind leer. So schnell kann es gehen. Ich hoffe, es hat euch weitergebracht. Hier habe ich noch einmal die Befehle für euch. CD, dann der Pfad. Um den Inhalt eines Ordners zu löschen, dann del mit dem slash Q. Und um das komplette Directory zu löschen, also um den kompletten Ordner zu löschen, dann remove directory slash s slash q. Viel Spaß damit.